Er ist ja der, sag ich mal, der am schnellsten, sag ich mal, besser geworden ist. Aber ich bin mal. Sein General Steve Gameplay ist interessant. Interessant, ja. Lass uns mal lieber auf das jetzige Game eingehen, genau, weil das ist wieder ein richtig, richtig schönes Match. Haben wir wieder einen guten Nutsch-Charakter. Moodle mit seiner neuen Palu gegen Niceface mit, ich weiß nicht, Aegis spielt bestimmt schon länger, wa? Ja, ja. Ich glaube schon fast seit Release, aber so richtig ernst, glaube ich, noch nicht so lange. Ja. Ja. Aber ich habe auf jeden Fall schon vor länger mal gehört, dass er die zocken möchte. Okay. Was bei... Oh, hat er sich... Nee, hat er nicht. Ich dachte kurz, er ist jetzt Lead. Der weiß das besser als ich. Ja, ich meine, der Charakter ist ja nicht einer der kompliziertesten. Ist ja auch wieder so ein schöner Neutral-Char, wo... Ja. Wo sobald du die Execution einmal relativ gut gemeistert hast, dann wird da nicht mehr viel dran kommen. Das ist halt so ein paar... Das war ein sauber Up-Smash-Bang. War das ein One-Frame auf der Neutral-Getup? Ich glaube, dass Moodle reingesprungen ist. Vielleicht mit einem Affair oder so. Oh! Okay, sehr patient. Ah, stark! Ich wäre für Backsaw gegangen, aber Punish nimmt man trotzdem wieder. Das ist halt auch geil. Ja. So, aber jetzt das tut halt weh. So, Optimal Miffa-Kombos sind einfach krass. Ja. Vor allem, weil der Charakter halt so geil defended hat, wirklich. Und dann dagegen zu spielen, du merkst es einfach. Wenn die eine gute Recovery hätten, dann würde ich auch sagen, dass die komplett broken wären, ja. Aber so ist okay. Ja, sie werden dadurch ein bisschen gebalanced. Ja. Und es hat auch wirklich einen Charakter, der vor allem so im Low-Mid-Tier ein bisschen overrated ist. Weil Leute einfach zu faul sind. Ja. Also ich sehe schon, dass so die Pyra Downer oder generell Pyra Aerials sind halt schon nervig, aber... Ja, Pyra ist nicht das Problem, auf jeden Fall. Ja, ja. Also wenn du so... Mid-Level ist Pyro und danach halt Mythra, würde ich sagen. Ja, wenn du halt diesen ganzen Foresight-Sachen optimal gelappt hast, ja, bei welchem Move du welche Kombos bekommst, ja, und auf welchen Prozenten du welche Routen gehst und dann hast du auf einmal sofort 80% auf dem Gegner. Ja, das war nicht mit Up-Smash. Ja, das sehe ich tatsächlich selten. Also, oh, das war sehr gut. Er springt drüber. Ja. Tomahawk, Up-Smash einfach. Up-Tilt, ja. Ah, meine ich. So. Ja, die beiden spielen sich hier gut even, aber es ist ein bisschen dominanter von der Seite von Meisters hier. Ich würde jetzt auch mal so tippen, dass das so geseedet war. Weiß ich jetzt nicht genau, aber ich würde es jetzt einfach mal vermuten. Genau, also von den beiden Spielern würde das schon Sinn machen. Ja. Das war eine... Er kriegt es nicht gepunished. Es ist halt echt viel Drift auf dem Move. Es ist echt viel Drift, ja. Und sobald du in eine Richtung gehst, also wenn man stehen bleibt, würde ich sagen, kriegt man eigentlich immer den Punish, weil dann kannst du gut reacten so. Mm. Und warten. Das ist aber gar nicht so dumm. Aber sobald du halt in irgendeine Richtung gehst, reagiert halt dein Gegner darauf und dann ist es mit dem Drift, dann ist es einfach anstrengend. Ja, du hast da schon mehr drüber nachgedacht als ich auf jeden Fall. Ich spiele gar nicht so viel gegen den Charakter, weil wir haben ja nur so ein paar. Dann vor allem Mana. Ich stehe 4-22 gegen Pyron Mipha. Oh shit. Ich spiele halt ein -2 Matchup. Ja. Warte, welchen Charakter spielst du? Robin. Ah, oh. Okay. Da muss ich muss dir ja später mal eine Bekanntschaft machen. Okay. Wenn du nicht eh schon Rose Asche kennst. Also, es gibt den ominösen robin.de Discord-Server mit so ungefähr 10 Membern. I see. Und da ist Rose Asche auch drauf. Okay, alles klar. Ja, ich bin gespannt. Aber ich habe den auch, glaube ich, schon mal auf einem Weekly gesehen. Okay. Ey, aber die beiden, also man muss wirklich sagen... Ja, man muss sagen, also so ein bisschen zurückgeholt hat er das Game jetzt. Ja. Vielleicht wird der Niceface noch nervös. Aber er ist halt bisher so... Er hat jetzt nicht so die miesen Openings. Also das waren halt... Das sahen mir eher nach Reads aus von Moodle hier. Das ist fair. Aber sehr, sehr gut gemacht. Ja, ja, also so wie es aussieht, beide sind einfach massive Patient-Spieler. Ich meine, ich weiß nicht, wie es bei Niceface ist, aber Moodle ist jemand, den sehe ich basically nie hit. Oder wenn, dann merkt man es gar nicht. Das killt? Ja. Der biegt ja gar nicht. Niceface ist auch der entspannteste eigentlich. Ja. Ist auch ein total lieber Kerl. Und was er alles schon für die Com gemacht hat, da kann man vorne anfangen, ja, und hinten aufhören. Auf und Twitter man bin so, wow, das ist ein Macher, wa? Ja, der ist krass. Also jeder, der mal bei irgendeinem Arcadia war, weiß Bescheid. Ah ja, fresh. Arcadia, ist er ausgestorben oder kommt das noch wieder? Nee, das ist leider tot. Schade. Ich hab's nur gesehen, aber da war ich noch neu in der Scene und jetzt ist halt leider, wo ich aktiv bin, ist es nicht mehr so ganz. Ich war auf 1, 2 und 4 und 3 war scheinbar das krasseste. Aha. Nun ja. Aber es war trotzdem ein klasse Turnier und man muss mal ein bisschen Dankbarkeit zeigen für die TO-Arbeit auf jeden Fall. Das ist
jetzt mich selber in den auch heute, stecke, auch heute ich, ist, aber auch dich Brexit auch definitiv. So. Oh, das. Da hatte ich jetzt kurz Angst um. Palutena Down Tilt ist so geisteskrank free auf dem Two Frame. Ja. Das ist so krass. Diese Active Frames sind halt einfach. Wie lange ist der Move für Active? Ich weiß es nicht ganz genau, aber es würde mich nicht wundern, wenn es. Sind Ahnung. Zweistellig, oder? Acht bis zwischen 8 und 12 Frames werden es wahrscheinlich sein. Was halt echt. Ich habe eine Zahl im Kopf, aber das wäre wirklich utopisch, wenn es richtig wäre. Dass das noch getroffen hat, war auch ein bisschen utopisch. Ja. Was waren, das waren diese schönen Spikes nach außen in der Weltbox. Das war gerade so nach. Hat er den. Die, die ist auch einfach eine sehr angenehme Abwehr. Kein Air Dodge. Da war wahrscheinlich für den Mix-Up nichts abgegangen. Ja. Oder einfach nicht reagiert. Ja, klar. Ich meine, es geht ja auch schnell. Einfach schnell in dem Spiel. Vor allem bei dem Matchup, so beide sind relativ schnelle Charakter. Ja. Die müssen technisch auch viel zu bieten haben. Oh, der Jump Catch. Okay, geht. Das ist eine interessante Option. Aber Offstage kommt Niceface echt erstaunlich gut klar. Also er wurde noch nicht gegimmt, soweit ich weiß. Ja, ich meine, muss auch sagen, so Side B, es ist irgendwie ein Move, der eigentlich sollte wirklich nicht schwer sein zu punishen, aber man wird immer von so einem kleinen Hitbox getroffen. Ja. Dann denkt man sich so, bro, okay, scheiße. Boah. Side B zu Ledge ist halt wirklich nicht gut, aber so Onstage ist schon ein bisschen komisch. Das war probably ein bisschen kurz. Skillt. Ja. Auswahl aber knapp. Was? Dachte ich, das ist confirmed earlier. Er hat auf jeden Fall ganz gut die Eid. Kann man nichts sagen. Ja. Aber die Killpower von Pyra ist ja bekanntlich nicht ganz so schlecht. Ja, beschweren würde ich mich da eher wenig auf jeden Fall. Als Pyra-Spieler. So, ich weiß nicht, du brauchst halt wie Gandalf so 3-4 Hits und dann ist das doch halt prinzipiell weg, wenn du es richtig spielst. Ja. Und du bist ein bisschen mobiler als Ganon. Du bist mobiler, du bist auch leicht safer als Ganon, würde ich sagen. Ja, auf den meisten Moves auf jeden Fall. Also Niceface macht ein paar interessante Options, so diese Nuschelbe-Usage. Hat er den Tech nicht bekommen, das könnte in Zukunft noch teuer werden. Der Damage ist ganz gut hier. Ja, der Damage ist nice. Er hat jetzt das Game wieder völlig unter Kontrolle. Ja. Also ich weiß nicht, wann das passiert ist, aber er liegt wieder fast den ganzen Stock vorne. Das ist schon krass, das können halt ein paar Hits sein. Aber Moodle ist gerade, hat einen ganz guten Flow. Also obwohl er jetzt so weit behind ist, wenn er, sag ich mal, das Advantage so beibehalten kann. Und den Stock, er kriegt den irgendwie aus dem Downtilt. Schon wieder die Side B. Er kriegt nichts aus dem Downtilt. Und wenn du halt nichts aus dem Downtilt kriegst, dann kommt er halt wieder. Ja. Und im Neutral bist du halt nicht im Vorteil. Wenn du nichts confirm kannst, das killt. Ja. Ach krass. Stark. Ich dachte nicht, dass er so früh killt. Ja, es war so weit oben, es war der Peak, also Peak Up Air. Hat das da noch eine andere Hitbox? Ich überlege gerade, ich bin mir nicht sicher. Hat das, weil das war auf 130. Ja. Weiß ich nicht, kommt mir ein bisschen Palu krass vor. Palu ist ja so ein bisschen unter Midweight, glaube ich auch. War wahrscheinlich so. Boah, was wiegt Palu? Keine Ahnung. Ja, nee, das, wer merkt sich das? Vor allem der Charakter ist halt auch so ein Fastfaller. Ja. Das würde also passen, aber es gibt auch immer so Gegenbeispiele. Aber naja, trotzdem sage ich mal... Gut hier sauber runtergespielt von Niceface, muss man sagen. Ja, definitiv. Bam, sich PS2. Ja. Oh, lol. Ich glaube, um dem Matchup macht es auch nicht so viel, die Stage, ehrlicherweise. Das war gerade aber ein sehr schönes Konzept, was wir gesehen haben, indem man einfach, ich vermute, das war Spot Dodge gegen Palunair, was halt mit Mythra, mit der Mechanics, eigentlich sehr geil. Also ja. Wenige Charakter, die so richtig eine direkte Antwort also haben, außer halt Shield zu halten. Den Spot Dodge würde ich auch käuflich erwerben. Das ist ganz klar. 399, it can be like me. Das ist krass. Ja. Das habe ich so noch nicht gehört. Das kam auch aus dem amerikanischen Raum. Nicht schlecht. Das war immer der Spruch, wenn man mit Steve gewinnt. Ah. Oder nee, actually, ich glaube, es kam durch Kasia und dann wurde es halt bei jedem DLC-Charakter ein bisschen benutzt, die so ein bisschen Bullshit haben. Fair. Ja. Die Side-B. Das ist auch ein Move, der geht miss auf Mental. Der tut aber weh. Ja, das... Auch visually und dann der Sound und dann die Prozent. Das ist alles vor allem, wenn du davon mehrfach getroffen wirst, wirst du einfach sauer. Dann musst du nebenbei einen Tee trinken, damit es wieder geht. Einfach mit Set, einfach mal einen Tee. Und dann geht's weiter. Nein, das geht nicht. Boah, Mann. Krass, ey. Der Move ist jetzt so unangenehm. Angenehm stark. Diesmal wird's geschildert. Ja. Oh, aber es... Das hätte er, glaube ich, auch anders punishen können, ehrlicherweise. Ich glaube, ich bin mir unsicher. Ich habe von Palu zu wenig Ahnung, aber es kann ja nicht sein, dass er hier den Kill nicht kriegt. Das ist nicht was, wo Palu... Er hat noch keinen... Ja, okay, da wollte er sterben. Genau, Alter, drin. Passiert. Hat er aufgegeben, scheiß drauf, 140 so. Ja. Nee, aber wenn du aus Palu downhill wirklich gar nichts bekommst, dann ist halt scheiße. Ich meine... Aber es ist immer Niceface
wo man halt in einer sehr unangenehmen Situation ist. Wenn du genau wirst, du bist es so. Aber er kriegt ja nicht mal einen Anschuh-Follow-up. Ja. Nice ist die halt sehr schön raus und ist dann echt patient. Kann man nichts sagen. Das macht auf jeden Fall viel besser. Da muss sich Moodle ein bisschen was einfallen lassen. Die Center auch schon wieder sehr gut holt. Also Moodle findet das Opening nicht. Was mich auch wundert, was ich jetzt zum Beispiel bei Grice mehr gesehen habe, dieses Back-Air-Camp. Da hat er einfach den Jump gecatcht. Ja. Also dieses Back-Air-Camp, das macht Moodle nicht so viel. Nee. Einfach so diesen schönen Backdrift. Ich muss spielen. Jetzt? Okay, dann werde ich mich hier verabschieden vom Commentary. Ah, wenn wir niemand anderen mehr sehen, dann lasse ich den Stream jetzt leer. Okay. Aber dann erstmal, es war mir eine Ehre. Mir auch. Gerne wieder. Und vielleicht hören wir uns später ja nochmal wieder. Genau.